Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Roblox unser eigenes Shirt erstellen und wenn wir möchten, natürlich auch verkaufen können. Als erstes gehen wir einmal auf diese Website hier, create.roblox.com. Den Link dazu lasse ich euch ansonsten aber natürlich auch nochmal ganz oben in der Videobeschreibung. Ich würde euch empfehlen, das hier am PC bzw. am Laptop zu machen. Es sollte eigentlich auch auf Mobile funktionieren, allerdings ist es am PC wirklich etwas entspannter. Sobald wir dann hier auf dieser Website sind, klicken wir einfach einmal auf das Dashboard bzw. wenn ihr auf Mobile seid, dann habt ihr, glaube ich, erstmal oben links in der Ecke so drei Striche. Falls ihr Dashboard also noch nicht direkt sehen solltet, dann klickt ihr, wie gesagt, erstmal oben links in der Ecke auf diese drei Striche und dann öffnet sich da so ein kleines Menü, wo ihr dann entweder den Punkt Schöpfungen oder Erstellen oder irgendwie sowas habt, dann klickt ihr da auf jeden Fall einmal drauf. Dann haben wir hier, wie gesagt, einmal unsere Schöpfungen und hier wechseln wir dann in dieser Leiste einmal rüber zu dem Punkt Avatar-Artikel und hier wählen wir dann einmal bei diesem Filter den Punkt klassische Shirts. Im Prinzip funktioniert das immer nach dem gleichen Prinzip, also wenn ihr einmal verstanden habt, wie man ein Shirt erstellt, dann könnt ihr das gleich auch für ein T-Shirt oder für eine Hose machen. Wie gesagt, in diesem Video zeige ich euch aber mal explizit, wie wir eben ein Shirt erstellen können. Sobald wir das also hier bei diesem Filter ausgewählt haben, klicken wir einmal auf Objekt hochladen. Allerdings müssen wir unser Shirt natürlich erst erstellen, bevor wir irgendwas hochladen können und dafür brauchen wir eine Vorlage und die finden wir hier bei diesem blauen Button mehr erfahren. Da klicken wir einmal drauf und wenn wir hier einfach mal ein bisschen runterscrollen, dann haben wir dort genau diese Vorlagen, einmal für die Shirts und einmal für die Hosen. Jetzt können wir entweder auf das linke Bild von den beiden, denn das ist die Vorlage für die Shirts, einen Rechtsklick machen und klicken dann auf Bild speichern unter und speichern das irgendwo ab oder wir klicken hier einfach auf diesen Link oder auf diesen blauen Button sozusagen und dann lädt hier, sage ich mal, automatisch eine ZIP-Datei runter, wo dann praktisch auch beide Vorlagen direkt drinnen sind. Als nächstes gehen wir dann einmal auf Photopia. Hiermit werden wir nämlich unser Shirt jetzt tatsächlich designen. Auch den Link hierzu findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Wir klicken also als erstes einmal auf vom Computer öffnen und wählen dann hier eben diese Vorlage aus, die wir uns ja gerade einmal heruntergeladen haben und das Ganze wird dann hier direkt schon geöffnet. Bei Photopia könnt ihr jetzt mit Steuerung und Minus bzw. Plus auf eurer Tastatur entweder rein oder rauszoomen und ich will euch noch kurz hier diese Vorlage erklären, damit ihr das Ganze auch versteht. Ihr seht hier beispielsweise diese rote Fläche, da steht ja auch gerade Front und das wäre dann beispielsweise die vordere Fläche bzw. der Bauch von unserem Shirt. Ja, das gleiche gilt dann natürlich für Up, das wäre dann eben hier oben, Back wäre dann logischerweise hinten drauf, Down wäre dann von unten, das sieht man ja in der Regel nicht und hier haben wir dann noch den rechten Arm bzw. den linken Arm und auch da ist das Ganze dann ja praktisch wieder so ausgeschildert, F wäre dann hier von vorne, L wäre dann links an der Seite, R wäre dann rechts an der Seite und B wäre dann eben von hinten und so weiter und so fort, einfach damit ihr hier diese Vorlage versteht und euer Shirt eben auch richtig designen könnt. Was wir jetzt einmal machen ist, dass wir diese entsprechenden Flächen einmal rauslöschen und zwar wählen wir dafür einmal dieses Rechteck-Symbol hier links an der Seite und dann könnt ihr eventuell noch ein bisschen reinzoomen, einfach damit ihr es eben besser sehen könnt und dann müssen wir jetzt einmal genau diese Flächen hier auswählen und rauslöschen, das sollte dann möglichst auch auf dem Pixel genau sein. Sobald wir das dann ausgewählt haben, drücken wir einmal die Löschen-Taste auf unserer Tastatur. Falls bei euch dann auch diese Meldung kommt, Select Layer First, dann wählen wir einfach einmal hier nochmal unser Bild aus, wir müssen natürlich eine Ebene auswählen und dann machen wir das Ganze nochmal und dann wird das eben schon rausgelöscht. Ihr seht es, bei mir hat es jetzt schon relativ gut geklappt, aber eben noch nicht so ganz. Hier sind nämlich noch einige Stellen übrig geblieben. Was wir dann einmal machen, ist, dass wir eben wieder dieses Rechteck-Symbol hier wählen und einfach das Ganze nochmal rauslöschen. Wie gesagt, ihr solltet das wirklich auf dem Pixel genau machen, denn ansonsten habt ihr nachher bei eurem Shirt eben hier in dem Fall ja blaue, gelbe, rote, grüne Reste eben noch drinnen und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend macht das Ganze wirklich sehr, sehr sorgfältig. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier schon einmal mit dem oberen Teil gemacht. Das gleiche machen wir dann natürlich auch noch mit den Armen. Wie gesagt, wählt hier dieses Rechteck-Tool und markiert das Ganze einmal. Wenn ihr es wirklich sehr, sehr sorgfältig machen wollt, dann nehmt ihr natürlich hier jede einzelne Box. Also ich würde dann erstmal nur das Gelbe markieren, denn ihr seht ja, da sind so kleine weiße Freiflächen zwischen. Aber eigentlich könnt ihr auch einfach diese gesamten Flächen eben hier rauslöschen. Das Einzige, was ihr vielleicht nicht rauslöschen solltet, ist das hier unten und zwar dieses D, denn das ist nachher eure Hand und es sieht ja einfach etwas komisch aus, wenn ihr sozusagen ohne eure Hand einfach nur ein Shirt anhabt. Dementsprechend würde ich das erstmal da lassen. Wie gesagt, falls ihr aber wirklich nur ein Shirt tragen wollt und keine Hand mehr haben wollt, dann könnt ihr auch dieses D hier rauslöschen. Übrigens, falls ihr etwas rückgängig machen wollt, dann könnt ihr einfach STRG Z auf eurer Tastatur tippen. Und jetzt kommen wir dann im Prinzip auch schon zum interessanten Teil. Und zwar fügen wir dann jetzt einmal das Bild ein, beziehungsweise das Muster, die Textur, was auch immer wir eben jetzt für unser Shirt verwenden wollen. Dafür können wir dann beispielsweise entweder ein eigenes Bild verwenden oder ein Logo. Ihr könnt beispielsweise aber auch googeln nach irgendeiner speziellen Sache und euch dazu ein Bild runterladen. Ich habe jetzt hier einfach mal mir so ein Bild
von, ja, dem Universum eben runtergeladen. Das finde ich relativ cool und das will ich jetzt eben auf mein T-Shirt setzen. Dafür klicken wir dann einmal hier bei Photopia auf Datei und dann auf Öffnen und Einfügen. Dann wählen wir hier einfach mal unsere Datei aus, in meinem Fall also hier, wie gesagt, dieses Bild von dem Universum. Und dann können wir das eigentlich auch direkt zurechtziehen. Ansonsten können wir hier einfach mal diesen Haken anklicken und dann setzen wir das Bild aber erstmal unter unseren Hintergrund bzw. unter unserem Background und dann können wir hier eben nochmal auf Transformationssteuerung klicken, das Ganze einmal aktivieren und jetzt können wir das dann auf jeden Fall ja praktisch einmal zurechtziehen. Ich zoome nochmal ein bisschen raus, damit ich das Ganze eben richtig sehen kann und dann müsste ich das eben bis hier oben ziehen und da unten genau bis hierhin und dann habe ich dieses Bild praktisch schon zurechtgezogen. Dann wählen wir einfach wieder unseren Cursor hier links an der Seite aus und können diese Transformationssteuerung dann schon wieder einmal deaktivieren. Jetzt, nachdem wir das einmal alles richtig angeordnet haben, wählen wir dann nochmal dieses Rechteck und jetzt müssen wir dann hier unten auch diese Hände sozusagen nochmal ausschneiden, so wie wir das eben vorher auch gemacht haben, damit tatsächlich nachher auch diese Hände angezeigt werden. Wenn wir das nämlich einfach so lassen mit diesem D hier, dann haben wir da sozusagen einfach, ja, ein D nachher und das wollen wir natürlich auch nicht. Dementsprechend schneiden wir hier nochmal kurz diese Hände aus und nachdem wir das gemacht haben, könnte ich jetzt beispielsweise noch ein Logo hinzufügen oder ein anderes Bild. Auch dann klicke ich wieder auf Datei, öffnen und einfügen. Ich könnte aber beispielsweise hier auch einen Text noch drauf schreiben und sobald wir dann eben zufrieden sind, dann klicken wir einmal oben links in der Ecke auf Datei und klicken dann einmal auf Exportieren als und hier würde ich euch empfehlen, das Ganze einfach als PNG zu exportieren. Das machen wir also einmal. Dann können wir hier noch einen Namen uns aussuchen, müssen wir aber nicht machen, können wir eigentlich auch einfach so lassen und dann klicken wir einmal auf Speichern. Dann wechseln wir wieder einmal rüber zu diesem Creator Dashboard und hier bin ich immer noch bei dem Punkt Objekt hochladen. Dementsprechend wähle ich jetzt hier mal mein Bild aus. Ich habe das Ganze gerade ja gespeichert. Wir klicken mal hier auf alle Dateien anzeigen und hier ist dann eben schon mein Template gespeichert. Das wähle ich einmal aus und habe das jetzt hier praktisch einmal eingefügt. Dann kann ich mir hier noch einen Namen für mein Shirt ausdenken. Ich nenne das jetzt einfach mal Shirt vom Video. Dann kann ich auch noch eine Beschreibung hinzufügen, wenn ich will. Auch da packe ich jetzt einfach mal genau das gleiche rein. Und dann könnten wir das Ganze hier auch schon für 10 Robux hochladen. Die habe ich leider gerade nicht, aber wenn ihr das macht, dann wird euch das Shirt direkt in eurer Kollektion angezeigt. Ansonsten, wenn wir das dann nachher bei Roblox tatsächlich auch noch tragen wollen, dann gehen wir hier einfach mal zu Roblox rein, klicken dann auf diese drei Punkte, dann gehen wir einmal zu dem Punkt Inventar und hier haben wir dann unser Inventar und da haben wir dann die klassische Kleidung, klassische Shirts in dem Fall. Wenn ihr eine Hose erstellt habt, dann geht ihr da logischerweise zu Hose oder bei T-Shirt eben zu T-Shirt, sollte ja klar sein. Und dann ist das Ganze hier schon drin. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade leider keine Robux, aber so könnten wir dann auf jeden Fall das Shirt schon tatsächlich bei Roblox auch noch hochladen. Ja, so können wir also unser eigenes Shirt bei Roblox erstellen. Wenn wir möchten, dann können wir das im Anschluss natürlich auch noch verkaufen. Wenn ich euch mit diesem Video also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir die jetzt gerne einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.